Herzlich willkommen, liebe Freunde, Investor und Newcomer. Ja, was passiert hier auf dem Markt? Altcoins gehen wieder ein bisschen hoch, Bitcoin geht auch ein bisschen hoch, sehr, sehr viele Menschen gehen aus dem Markt heraus. Aber blicken wir einmal zurück, was wir vor einem Jahr ungefähr in den Livestreams besprochen haben. Haben wir nicht gesagt, dass so eine Phase kommen wird, dass diejenigen, die zu dem Zeitpunkt geschrieben haben, dass wir auf 300.000, 500.000 Dollar gehen, ihre Hoffnung verlieren werden, dass sehr, sehr viele zu so einem Zeitpunkt aus dem Markt gehen werden, dass solche Dinge passieren werden, um die letzten Hände aus dem Markt zu spülen. Wir haben schon vor über einem Jahr, glaube ich, darüber geredet in den Streams. Jetzt passiert es und die meisten sind nicht darauf vorbereitet. Die meisten kriegen Angst, die meisten kriegen Panik und verkaufen im Minus. Ich werde euch heute positive als auch negative Charts zeigen. Von Plan B, der relativ positiv gestimmt ist. Von Benjamin Cohen, der eher etwas negativ zurzeit, was Altcoins angeht, gestimmt ist. Und meine Sichtweise werde ich euch auch darstellen, warum ich glaube, dass die nächsten Monate positiv werden. Zumindest für Bitcoin. Und wie wir wissen, wenn Bitcoin gut performt, dann werden die Altcoins nachziehen. Denn große Teile der Gewinne, die man mit Bitcoin generiert, werden auch in die Altcoins fließen und die Altcoins mit nach oben bewegen. Warum? Weil die Großen und die Reichen, finanziell Reichen, gerne ihr Kapital noch mehr vermehren möchten, bevor das Ganze in den Keller geht. In diesem Sinne, meine Lieben, tauchen wir direkt ein. Bevor wir aber eintauchen und ihr noch einkaufen möchtet, geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda, meine Lieben. Ihr seid hier EU-reguliert und BaFin-lizenziert unterwegs mit einer Sicherheit, die von großen Banken Vertrauen findet, mit über 5 Millionen Nutzern und über 400 der neuesten und modernsten Kryptowährungen. Und den verschiedensten Angeboten, wie ihr sehen könnt, ohne Einzahlungs- oder Auszahlungsgebühr und schon ab einem Euro tradebar. Und für kurze Zeit, wer über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda geht und unter unseren Videos kommentiert, der hat die Gelegenheit, bei der Verlosung teilzunehmen, wo wir 5x50 Euro verlosen. Also wenn VWs Betriebsrat sagt, dass sie planen, 3 Werksschließungen in Deutschland vorzunehmen, dass zehntausende Arbeitsplätze gestrichen werden müssen und die restlichen Verbleibenden mit Gehaltseinbußen von 18% rechnen müssen, ist das überhaupt kein gutes Zeichen, meine Lieben. Das sind meistens Informationen, die uns als Vorreiter dienen können für eine Rezession. Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, erhoffen Sie sich mit solchen Aussagen oder mit solchen Informationen, dass eine Subventionierung durch die deutsche Regierung kommen wird? Bei Mercedes hier in Bremen hat es sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, schon über 5-mal hat der Staat, hat das Bundesland Bremen, Mercedes hier in Bremen subventioniert, damit sie das Werk nicht schließen oder letztendlich irgendwo anders eröffnen im Ausland. Vielleicht möchte VW gerne etwas Geld von der Regierung. Aber ich denke, generell ist das so. Wir stehen kurz vor einer Rezession. Die Menschen haben einfach nicht mehr so viel Geld wie vorher. Und ich denke mal, ja, nicht nur in dem Sektor, sondern in vielen anderen Bereichen und Industrien müssen wir schon in naher Zukunft mit viel stärkeren Einbußen rechnen. Ja, das stimmt auf keinen Fall positiv. Und ich denke auch, die ganzen Stimuluspakete, die wir sehen, und Zinssenkungen und Geldgedrucke werden das Ganze auch nicht verhindern können. Verschieben ja, vielleicht um ein Jahr, 1,5 Jahre, mehr aber auch nicht. Ich denke, das ist unausweichlich, was vor uns liegt. Und darauf sollten wir uns gut vorbereiten. Gestern haben einige im Livestream über XRP Fragen gestellt und ob wir noch eine starke Preissteigerung in diesem Bullrun sehen werden. Das weiß natürlich niemand zu 100%. Aber Blockchain Backer postet hier, dass wir auf der XRP Ledger beim Automated Market Maker eine 40x sehen beim Volumen, meine Lieben. Das ist schon heftig. Also Anwendung kommt langsam, Schritt für Schritt. Hier explosiv, muss man sagen. Wenn der Automated Market Maker wirklich so eine 40x innerhalb von kürzester Zeit macht, ist das schon ein ziemlich, ziemlich starkes Zeichen. Vor allem im Zusammenhang mit der Information, dass bald der RLUSD, der Stablecoin, der auf der XRP Ledger gemintet wird, herauskommt oder beziehungsweise gelauncht wird, sind das ziemlich, ziemlich starke Informationen. Gestern im Livestream haben wir auch uns kurz hierüber unterhalten, und zwar wie es mit der Verteilung von Bitcoin aussieht oder ob es da in Zukunft eventuell Probleme geben könnte. Binance hat hier so einen interessanten Chart präsentiert, und zwar nur 0,27% der Weltbevölkerung kann ein Bitcoin besitzen. Und die meisten sind nicht mal in Kryptos investiert oder in Bitcoin. Ich glaube, etwas über 1% der Weltbevölkerung ist jetzt in Bitcoin investiert. Und wir haben eine wirklich
kleine Menge an Riesenwalen, die einen Großteil der Bitcoins besitzen. Darum weiß ich nicht, wie einige Bitcoin-Maxis darauf kommen, dass in Zukunft die Verteilung besser sein wird. Aber ich denke mal, es wird noch schlimmer werden. Ich habe euch gestern im Livestream erklärt, warum. Und zwar werden viele das Michael Saylor gleich tun. Sie werden ihre Bitcoins behalten, ihre Bitcoins als Sicherheit bei den Banken hinterlegen, Fiat-Kredite nehmen und ihre Bitcoins nicht verkaufen müssen. Das ist das, was ich glaube, was sie machen werden. Und darum sehe ich auch keine bessere Verteilung in Zukunft, sondern eine eher Zentralisierung der Bitcoin-Verteilung. Aber gut, das hat nichts damit zu tun, ob die Technologie schlechter wird, ob Bitcoins Netzwerk zentraler wird. Ganz im Gegenteil. Das hat rein gar nichts damit zu tun. Wir reden hier von der Verteilung der Bitcoin-Bestände. Bitcoin Data 21 hat hier folgenden Chart präsentiert. Und zwar ist das der Bitcoin-Preis-Chart mit dem monatlichen RSI. Also das ist der Monatschart letztendlich. Wie wir hier sehen können, haben wir 2012 im Oktober ein RSI von 65,55 erreicht, bevor der starke Ausbruch in Richtung Bull on Top kam. Hier im Jahr 2016, im Oktober, haben wir ein RSI von 65,24 gehabt, kurz bevor wir einen Ausraster zum Bull on Top erlebt haben. Hier an der Stelle waren wir 2020 mit einem RSI von 65,45, wo wir diesen Ausraster erlebt haben zum Bull on Top. Aktuell befinden wir uns auf der gleichen Linie, die er hier in Rot markiert hat, meine Lieben. Und wir haben es Oktober und aktuell befinden wir uns bei 65,01. Was glaubt ihr, was passieren wird? Ja, ich werde euch das in den Charts auch nochmal zeigen. Ich liebe diese Monatsansicht, weil ich denke mal, sie gibt uns bessere Informationen als die Daily Charts. Hierauf werde ich gleich am Ende des Charts nochmal eingehen. Ich denke mal, ja, ein guter Anstieg sollte uns in den nächsten 10 Monaten bis 12 Monaten bevorstehen. Auch Plan B meldet sich und zeigt hier eindeutig auf und sagt, wir sollten uns nicht auf die einzelnen kleinen Zahlen fokussieren, sondern auf das große Bild. Und er sagt hier, dass immer 18 Monate nach dem Halving wir immer wieder einen starken Anstieg erleben durften. Und wir befinden uns genau in der Phase, in dieser roten Phase, wie ihr sehen könnt, mit den roten Pünktchen. Das zeigt uns, dass wir noch sehr weit weg von dem Halving sind, wie ihr an der Legende hier links sehen könnt. Und je näher wir dem nächsten Halving kommen, umso stärker wird der Preisanstieg sein. Und er sagt hier, ja, dass der Stock-to-Flow-Model uns hier zeigt, dass wir on track sind und einen starken Anstieg schon bald erleben dürfen. Benjamin Cohen spuckt hier aber in die Suppe und sagt hier, dass Others, das heißt die Marktkapitalisierung der Altcoins ohne die Top 10, in der Paarung mit Bitcoin in den letzten 3 Jahren eigentlich immer wieder eine Bear Market Rally erlebt haben. Das stimmt. Wenn man sich den Chart so anguckt, hat er vollkommen recht. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir haben gestern im Livestream auch uns eine Sache angeguckt, die uns zeigt, dass wir einen ähnlichen Verlauf beim Bull-on-Top-Bereich von der 64.000er Marke bis runter auf 56%, wo wir da runtergegangen sind, dass wir dort was Ähnliches mit den Altcoins gemacht haben, wie auch jetzt zurzeit. Also, ich weiß, dass Benjamin Cohen noch erwartet, dass wir mit den Altcoins noch einen stärkeren Einsacker sehen können, bevor eventuell ein stärkerer Ausbruch kommt. Er erwartet auch, dass wir eventuell auf die 62%ige Bitcoin-Dominanz kommen, bis die Alt-Season kommt. Also, so wie ich das einschätze, sagt er hier nicht, dass es keine Alt-Season geben wird. Aber er sagt halt, dass man vor diesen ganzen Meme und Shitcoins aufpassen muss. Wie wir sehen können, liegt die Wahrheit im Blickwinkel des Betrachters, meine Lieben. Es ist immer wieder interessant zu beobachten, wie die unterschiedlichsten Meinungen aufeinandertreffen und wie verschiedenste Persönlichkeiten und Chartanalysten den gleichen Chart ansehen, aber unterschiedliche Dinge erkennen. Darum, die Zukunft, die kennt niemand. Wir können nur spekulieren, aber wir dürfen nicht arrogant werden. Und das ist das Wichtige hierbei. Wenn wir investieren, dürfen wir nicht denken, nur weil wir einen Ansatz haben, muss das der richtige Ansatz sein und alles andere ist falsch. Ganz im Gegenteil. Ich denke oft so, wenn ich einen Ansatz habe, gehe ich jeden Tag davon aus, dass ich falsch liege. Warum? Weil nur so kann ich erkennen, falls eine Änderung kommt und dann auch darauf reagieren. Darum, ja, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten 12 Monaten den neuen Bull on Top sehen werden, dass wir eine Altcoin-Rallye sehen werden. Aber jeden Tag schaue ich auf die Charts und werte neue Daten aus, falls der Top doch eventuell zu früh kommt. Vielleicht erleben wir es doch im ersten Quartal 2025.
Das kann man niemals ausschließen. Und ich denke, das ist wichtig, um gegen so einen Confirmation Bias anzukämpfen. Denn ich halte nichts für unmöglich in diesem Markt. Das ist ein so willkürlicher Markt. Es passieren so viele Dinge, die wir letztendlich gar nicht einsehen können, was die Wale oder mächtige Einflussgrößen bestimmen können. Und darum müssen wir permanent in Alarmbereitschaft sein und die Charts lesen, um rechtzeitig darauf reagieren zu können, wenn eine Änderung da ist. Gestern im Livestream haben wir eine Sache besprochen. Ein Community-Mitglied, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, hat gestern gefragt gehabt, ob wir schon mal was Ähnliches erlebt haben, dass Bitcoin sein All-Time-High erreicht hat und die Altcoins in Niveaus des Bärenmarkt-Tiefpunktpreis gegangen sind. Wir haben gestern ja gesagt, haben aber eine Sache nicht bedacht, denn das hier, wo die Altcoins korrigiert sind, waren nicht Bärenmarkt-Tiefpunktbereiche. Nichtsdestotrotz war das eine sehr starke Korrektur. Was ich aber sehr interessant an der Stelle finde, ist, dass wir genau diese Bereiche aktuell antesten und Support finden und wir uns mit Bitcoin in Preisniveaus befinden, wo wir uns auch im letzten Bullrun befunden haben. Das heißt, es ist ein ähnlicher Verlauf, kein gleicher Verlauf, sondern ein ähnlicher Verlauf. Und das finde ich interessant. Schaut euch das mal an. Wir waren hier 2021 beim Bullrun Top bei Bitcoin, wo wir die 64.000er Marke erreicht haben und dann eine Korrektur hier mit 56% gemacht haben und mit Bitcoin dann Preise erreicht haben von 28.600. Kurz danach, nachdem Bitcoin seinen Top hier gebildet hat, ungefähr, ja, ich würde sagen, drei Wochen später ungefähr, haben wir hier eine kleine Rallye nach oben gesehen mit Bitcoin. Und was ist dann passiert? Altcoins sind hier ausgerastet und haben einen neuen All-Time-High gesetzt, sind mit Bitcoin hier eingesackt, haben mit den Tagesabschlüssen sich hier in diesem roten Balkenbereich gehalten, wo Bitcoin dann wieder ausgerastet ist, ein neues All-Time-High bei der 64.000er Marke gesetzt hat, sind Altcoins nachgezogen und haben auch hier ein neues All-Time-High gesetzt. Wir sind in den Bärenmarkt gegangen, haben leichten Support an exakt der gleichen Stelle hier gefunden, sind runter, haben eine kleine Rallye, Widerstand gefunden, haben dann lange gebraucht, nachdem wir hier Resistance erlebt haben, sind ausgebrochen, langes Support hier erlebt haben, bevor wir ausgerastet sind. Jetzt schaut mal, wo wir wieder hingegangen sind. Wir sind genau wieder auf die gleichen Bereiche mit den Altcoins gegangen. Wobei Bitcoin sich noch hier oben in den All-Time-High-Bereichen hält, sind die Altcoins stärker eingesackt. Aber da wir uns mit diesen All-Time-High-Bereichen bei Bitcoin auf Niveaus befinden, wo wir auch 2016 waren, ist es interessant zu sehen, dass wir mit den Altcoins letztendlich auch das Gleiche machen. Das heißt, ist das wirklich so verwunderlich, dass Bitcoin oder das Verhältnis zwischen Bitcoin und den Altcoins? Nein, denn wir haben zu exakt den gleichen Preisen, die wir jetzt sehen, in Vergangenheit auch exakt das Gleiche mit den Altcoins gemacht. Auch wenn es letztes Mal der Bull Run Top war, es muss jetzt nicht der Bull Run Top bei Bitcoin sein, aber wir befinden uns in den gleichen Preisbereichen. Das heißt, wir können hier schon einen ziemlich guten Vergleich darstellen oder einen Vergleich machen. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ich wollte eigentlich noch etwas stärker auf die Charts eingehen, aber vielleicht mache ich das morgen im Video, denn so einige Indikatoren zeigen uns auf, dass das echt steil gehen kann. Gucken wir uns das morgen an. Ich denke mal, sonst wird das Video heute zu lang. Ich fand das sehr interessant. Danke nochmal für unseren Community-Mitglied, der diese Frage gestellt hat, der uns zu dieser Erkenntnis hier gebracht hat. Darum, ich denke einfach nur, das ist eine Frage der Zeit, meine Lieben. Warten wir das ab. Die Geduldigen werden belohnt. In diesem Sinne wünsche ich allen noch einen wunderschönen Wochenstart und Crypto Heroes out, meine Lieben.